Ihr könnt mich sehen, das ist toll. Das heißt, YouTube funktioniert bei euch. Bei mir hat YouTube heute den ganzen Tag über rumgesponnen. Es ging nichts mehr. Ich konnte anklicken, was ich wollte. Es sind komische Dinge passiert. Aber jetzt scheint es wieder zu laufen. Sehr gut. Herzlich willkommen zu den News to go. Heute am 30. Oktober 2012. Jetzt ist auch der Oktober bald schon vorbei. So schnell geht's. Wir haben wieder die beiden wichtigsten Nachrichtenmeldungen des Tages. Die eine Meldung kommt aus den USA, war ja irgendwie auch zu erwarten. Die zweite kommt aus Deutschland, dreht sich um das Thema Schule. Und dann die Zahl des Tages, die kommt diesmal aus diesem Haus hier. Warum, dazu kommen wir gleich. Jetzt erstmal die erste Nachricht des Tages und da knüpfe ich an das an, um das es auch schon gestern ging, nämlich den Hurricane Sandy in den USA. Sandy ist heute Nacht unserer Zeit, gestern Abend US-amerikanischer Zeit, zumindest der Zeit an der Ostküste, auf die Ostküste getroffen. Es war ja erwartet worden, dass es diesmal ziemliches Chaos geben wird im Vergleich zum letzten Jahr, wo es dann doch relativ gemäßigt gelaufen ist. Und diese Befürchtungen haben sich auch bestätigt. Also es ist so, dass mittlerweile 16 Menschen mindestens tot sind. Die meisten sind durch umstürzende Bäume ums Leben gekommen. Ganze Straßenzüge in New York zum Beispiel sind überflutet, sind auch jetzt noch überflutet. Besonders betroffen ist der Stadtteil Manhattan. Viele Millionen Haushalte sind noch ohne Strom in den USA und erst langsam aber sicher bessert sich die Lage. Ihr müsst euch das ja auch so vorstellen, das ist ein Hurricane, der trifft nicht einfach auf eine Stadt, zum Beispiel New York, und ist danach weg, sondern der zieht natürlich weiter ins Landesinnere rein. Mittlerweile ist Sandy ein bisschen runtergestuft worden, ist auch nicht mehr so stark. Aber er wütet natürlich immer noch und gerade in ländlichen Gegenden, in denen die Häuser nicht so stabil gebaut sind, vielleicht nur aus Holz gebaut sind, da kann so ein Hurricane natürlich Verheerendes anrichten. Die vorläufige Bilanz sieht eben so aus, es gibt mindestens 16 Tote, es gibt Schaden in Milliardenhöhe, 20 Milliarden wird so ganz vorsichtig geschätzt, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr. Es gibt immer noch ein großes logistisches Chaos, die U-Bahn fahren zum Teil nicht in den großen Städten wie New York, es gibt keinen Strom, es gibt kein fließend Wasser, die Läden haben geschlossen, es ist also schwierig, das zu handeln, aber nach und nach bessert sich die Situation wieder. Barack Obama, der oberste Krisenmanager als Präsident, hat auch sehr viel Lob bekommen in den letzten Stunden. Sogar politische Gegner haben gesagt, den Job, den Obama da gerade macht, das ist ein guter Job und der wird uns Amerikanern helfen, dass es bald wieder Normalität gibt. Wird wohl noch eine Weile dauern, aber ich denke mal, das Größte ist in den USA überstanden. Übrigens ein sehr guter Hinweis gestern in den Kommentaren. Und zwar ist es natürlich so, dass Sandy nicht nur in den USA gewütet hat, sondern vorher auch in der Karibik. Mehr als 60 Menschen sind dort ums Leben gekommen. Dort sind viele Lebensverhältnisse einfacher. Und natürlich sollte man das auch nicht unterschlagen. Nicht nur die USA sind immer so wichtig. So, nach diesem moralischen Einschub geht es jetzt weiter mit der Meldung Nummer 2. Es gibt mal wieder eine Studie, und zwar eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Studien habe ich jetzt ja in den letzten Wochen immer mal wieder drin gehabt. Ich suche mir immer die spannenden raus, weil natürlich sind viele Studien auch einfach so, ja, okay, es hat eine Studie herausgefunden, dass alle Menschen atmen. Ja gut, das braucht man nicht unbedingt wissen. Aber diese Studie der Bertelsmann Stiftung ist interessant, denn die hat herausgefunden, dass im Schuljahr 2010-2011 50.000 Schüler in ganz Deutschland auf eine niedrigere Schule gekommen sind, also quasi vom Gymnasium in die Realschule oder von der Realschule in die Hauptschule, weil einfach die Noten nicht mehr so gut waren. Und demgegenüber stehen nur 23.000 Schüler, die in eine höhere Schulart gewechselt sind. Besonders gut sieht es in Bayern aus, dort sind es immer noch mehr Auf- als Absteiger, Baden-Württemberg steht auch ganz gut da, Thüringen zum Beispiel auch, das sind die üblichen Bildungsgewinner, aber ganz schlecht, wie immer, Bremen, Hamburg, Berlin, die großen Städte, da läuft es nicht so gut. Was dagegen getan werden kann, ist natürlich klar. Man sollte einfach die Schwächeren mehr fördern. Klingt logisch, aber es wird momentan offenbar noch nicht so gemacht, wie es sein sollte. Und was auch bei dieser Studie rausgekommen ist, ist, dass Bildung immer noch vom sozialen Stand abhängt. Nichts Neues, aber es ist immer wieder eindrücklich, solche Zahlen zu hören. Apropos Zahl, die Zahl des Tages ist heute die 7. 7 Tage sind es noch, dann wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Die Wahlen finden trotz Hurricane und allem Möglichen statt. Dazu jetzt was in eigener Sache. Ich habe heute Morgen ein Video hochgeladen, hier findet ihr es, in dem erkläre ich euch, wie die Präsidentschaftswahlen überhaupt funktionieren, denn das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt und vor allem nicht so wie bei uns. Ich habe mir da besondere Gäste noch mit in das Video geholt, schaut einfach mal rein, dann seht ihr, wer das ist. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal reinguckt und einen Kommentar hinterlasst. Dazu jetzt auch noch schnell eine Frage an euch, und zwar, wie sieht es denn aus, Wahlen in den USA, ist das für euch ein Thema? Interessiert ihr euch dafür oder sagt ihr, nö? Ist mir eigentlich egal, wer da gewinnt. Demnach werde ich auch mal gucken, was ich so in den nächsten Tagen mache, weil ich habe
vielleicht sowas vor, aber das mache ich nur, wenn es euch auch interessiert. Also schreibt einfach mal, Wahlen in den USA, wie sieht es da aus? Jetzt kommt noch Mirkos Lieblingssenf, mein Lieblingskommentar unter dem letzten Video zu der Frage, sollten Politiker noch nebenbei was verdienen oder nicht? Chili Tomate schreibt dazu, übrigens ein cooler Name. Also in fast jedem anderen Beruf wird es toleriert, dass man sich was dazu verdient. Ich finde das auch in Ordnung. Das Problem bei Politikern ist nur, dass sie sich als Person verkaufen können und das halt an den Meistbietenden. Das würde ja auch nicht weiter schlimm sein, wenn sich der Politiker nicht davon beeinflussen lässt, aber leider tut er das meist. Außerdem verdiene doch genug, Geld brauchen die demnach nicht. Was wollen sie also sonst damit erreichen? Das ist der Kommentar von Chili Tomate, also einerseits was verdienen, andererseits könnte das Geld auch spenden, so lese ich das daraus. Da vielleicht muss ich nochmal schnell eine Lanze für Politiker brechen, also wenn man das Gehalt eines Bundesministers mit dem eines Top-Bankers vergleicht, dann ist der Bundesminister arm, im Gegensatz zu dem Banker, vor allem, wenn man sich mal anschaut, was so ein Minister machen muss. Aber ich will jetzt hier kein Urteil fällen, das könnt ihr euch natürlich weiter selbst machen. Hier ist nochmal das Video verlinkt, da könnt ihr gerne nochmal einen Kommentar zu hinterlassen. Politiker, sollen die was verdienen, nebenbei oder nicht? Das war's, ich wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend, wir sehen uns morgen wieder an Halloween. Bis dann, ciao.